weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Tag 46, wie versprochen, Ordner. 21 Uhr 41, gleich ist es. Gucken wir eben gerade nach unserer Game Stage. Das würde mich jetzt ganz genau interessieren. Spielstadium 144, Level 74. Wir gucken mal, ob die ganze Umbauerei ihren Erfolg sprechen, so wie wir es denken. Schauen wir mal, ob das auch wirklich so funktioniert. Bin gespannt wie ein Blitzebogen. Ne? Wir machen den ganzen Quatsch mal einschalten. Wir machen den ganzen Quatsch mal einschalten. Auch ein geiler Satz, ne? Wir schalten den ganzen Quatsch mal ein. So wollte ich das haben. Ne? Ja, es läuft alles, es summt alles, es zort alles. Mal aufpassen. Eine machen. Wir machen die Klappen erstmal auf. Und dann werden wir mal gucken, was geschieht. Ich habe vor, aber das nachts hier regnet. Das wird, glaube ich, nicht brauchen werden. Hier werden wir jetzt abschießen, da muss ich ein bisschen mit der Hand müssen. Eine Minute noch. Countdown ist beginnen. Wir schlafen zu gut. Okay, da hinten geht's los. Ich habe hier die Panzerbrechermunition. Aber die kommen hier alle schön hochgelaufen. Ne? Ja, klappt ein bisschen besser. Ja. Aber normalerweise dürfen wir nicht durchkommen, wenn überhaupt was durchkommt. Ne? Funktioniert, ey. Tun sich denn hier irgendwo noch so richtig? Nein, ich komme nicht so sauber machen. Putze, putze. Gerade den Scheppern hier. Ganz vergessen, da oben noch unser Ding aufzuwerten. Obwohl ich bin so weit und sofort noch ein bisschen dabei habe. Haben sie bei, ich würde sagen, haben sie bei dir irgendwas gemacht? Das ist gerade nicht mehr so schnell. Lernen schaffen wir nicht. Sehr schön, Leute. Tadellos, würde ich sagen. Ich glaube, da hätte sogar ein Aufgang gereicht, ne? Aber so haben wir immer noch eine Person, ne? Hier irgendwie mal ein Demolisher hochkommt und Probleme macht.
können wir immer noch sagen, Klappe auf, Klappe zu. Wir haben noch eine Seite, ne? Aber ich glaube, jetzt müssen wir so ein bisschen was tun. Den haben wir diesmal gefüllt mit Wasserweichen. Eins. Und der Batz da euer Schädel. Kann man das hier jetzt noch ein bisschen noch mehr verfeinern? So funktioniert, ne? Finde ich mal echt nice. Also komme ich doch nicht mal bis nach vorne hin irgendwie, dass man sagen kann, die fallen hier rein, ne? Also ich bin begeistert, ne? Ich bin begeistert. Vielleicht hat der eine oder andere noch mal eine Idee, wie man das eine oder andere. Und dann möchte ich das vielleicht genauso umsetzen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich glaube eine AFK. Vielleicht bin ich das noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir uns hier einfach reinstellen können und machen. Ich glaube, dass ein richtiger schöner Schwung kommt. Disco feiern hier, ne? Hält ja auch nicht alles ewig, ne? Ein Vogel. Die müssen halt ein bisschen schneller sein, ne? Aber die kommen alle so schön von da hinten hierher, ne? Also das ist echt, dass ich einen aufkomme. Aber
Aber ich kriege den Gedanken daran, dass wir hier zwei Abgänge haben, gar nicht so schlecht. Ja, Alter, die zappeln, ey. Ah, okay, und ein Blick ist im Arsch, ne? Also kaputt. Was ist da vorne mit dem? Geile Sache. Bamba, Bamba, Bamba. Nee, das sieht nicht gut aus. Ich kann Bock mit der anderen Sachen kaputt zu schieben. Das wissen wir ja, das ist nicht mehr. Oh. Waffe wechseln? Wer? Wo? Sterben, ne? Genau das gleiche werde ich machen, falls ich irgendwo so ein Demolition mitbekomme. Ne? Da rotzt sich alles drauf, was ich nicht genau habe, so lange bis er weg ist. Blinden, ne? Die werden jetzt auch mehr. Scheiß Polypen! Ah, kommt. Ich liebe diesen Sound von dieser Waffe. Ich würde den ganzen Tag nur damit rumholzen, ne? Der Sound der ist so schnell. Ach komm, richtig. Ja, auf die andere bin ich noch gespannt, ne? Die andere. Mal ein, ne? Von den Bullen, ne? Die haben echt gut Zielbeseile so von die Schweine. Patzi! 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 Kommt wieder einer? Der hat vorbeigeschaut. Kommt irgendwo wieder einer. Da darf ich nicht rein. Da wirst du blind bei. Aber vielleicht für die Spukos. Das ist vielleicht ein bisschen besser erkennen. Und zack, zack, zack. Ja, ich glaub gar nicht, wie froh ich bin, dass das hier echt sogar funktioniert. Ne? Das ist. Ich kann nur noch mal. Hier ab und zu mal ein bisschen nachladen. Also die panzerbrechende Munition da ist hier überall.
bisschen teurer, ne, als die andere. Aber nur vom eigenen her. Einzige Munition, die ich nochmal machen werde, ist halt mit Schrotmunition und. Da kommt ein Kopf, da kommt ein Kopf, da kommt ein Kopf. Ich hab nicht mal gespuckt, der Rucksack. Ich will einfach vermeiden, dass die hier drinnen explodieren, ne? Kein Nerv drauf. Also wie wir sehen, vorne ist eine Blade, das ist auch schon ein bisschen am Wankeln da, ne? Also ein bisschen was für diese Mitleid gezogen, ne? Und die jetzt halt explodieren. Die drinnen. Machen wir halt mehr kaputt. Als möglich. Muss ja nicht sein. Einigermaßen, könnte ich ein bisschen besser sehen, glaube ich. Bombo. Ach so. Ja, Leute. Laufen sie alle wir haben ja noch ein bisschen Watt haben wir ja noch, ne? Könnte man ja noch mal ein oder andere Blade vorne am Aufgang dann sitzen, ne? Das ist doch ein Bulle. Das ist doch nicht, das wollten wir nicht. Ich hab dich gesehen. Dann nehmen wir die Spider, kommen wir irgendwie wieder mit dem Schmack. Mega. Mega. Jetzt natürlich noch diese Mehrschussmagazin hast hier. Dann wird auf den Finger draufhalten, ne? Und dann rotzt die Schuttmulde rein. Batz, 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 batz. Ja, die können wir auch noch bauen. Turret. Warum nicht? Hätten wir aber auch noch viele Seiten schon getroffen. Das war ja nicht so Turret. Müssen wir dann noch ein bisschen bauen können. Schon wieder leer, Schrittelein ist schon wieder leer. Was fürs nächste Mal machen wir die richtige Munition. Nachladen. Reload.
habe ich natürlich wieder so eine Sache. Nein, du. Der hatte sich noch nicht mal angekündigt, ne? Da ist ein Blade. Der Molischer. Wo ist der jetzt hoch? Ja? Jetzt müssen wir aufpassen. Da war der erste Demolischer, da ist er. Leck mich am Arsch, Alter, du kriegst auch. Okay, wir haben. Den ersten Kontakt mit unseren Demolition. Da bin ich nicht so lustig. Nicht so lustig, Leute. Das ist nicht so, dann kommt der nächste. Ah, jetzt kommen wir nach vorne, ne? Okay. Was, alter Schwede. Okay, wir müssen noch ein bisschen was tun, ne? Ah, der Demolisher, der macht damals nicht viel, ne? Okay. Nein, wo? Boah. Aber geil. Aber dafür ist es da, ne? Und wie gesagt, jetzt ist der Leid vorbei, ne? Aber jetzt wirklich nur Bedrohung. Könnte man echt sagen, jetzt sind wir hier alle zu. Ja, für was kann man auch machen? Und dann. Kommt noch einer. Ebenso. Das hat dich wohl dann gerade ein bisschen zu lockern.
Rademunition kam da. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich mir schon Gedanken gemacht, ich war Blätter, der damit war. Hat sich erledigt, ne? Noch einer, Leute. So, so zum Abschied, weißt du, kurz vor der Nacht, so. Bam. Alter, miese, diese Decke. Naja, gut, egal, komm, dafür ist es ja da, ne? Ach, wir können jetzt mal die Würze so machen, ne? Was ich jetzt noch machen wollte, erstmal hier den ganzen Rotz vorstellen. Oh, geil, geil, aber. Einfach erstmal nur ausschalten, ne? Ausschalten. Ausschalten. Das Ding ist weg. Da oben, das Ding ist weg. Alles nur durch den Explosionen, ne? Das heißt, ja. Hätte ich es nicht vergessen, hätte ich es nicht überleben können. Das ist halt so, ne? Muni. Ja, ein bisschen was haben wir auch so kurz an Munition, ne? Ja, gut. Eigentlich keinen Schaden gefressen. Oh, hier sind wir Schraubenschlüssel. Das war bis jetzt das Beste. Was die Raketen sind gekommen. Das geht auch noch. Nehmen wir natürlich. Oh, Shop. Andere Seite. Ich hab hier diesmal zur anderen Seite gekämpft, ne? Das war diesmal die andere Seite, Leute. So, hier kommt jetzt mal auch die Mini raus. Sehen, dass ich hier einmal wieder das, das und das einmal hier drin parat habe, ne? Und da freue ich mich drüber. Ich hab einmal beim Looten unsere Glücksbrille anziehen, ne? Dann vorher schon mal. Das ist gleich ein 6er Schraub. Und alter Schwede. Was macht die Scheiße hier? Ne? Ein, zwei Leitern sind weg. Und auch mal mit meiner Hand. Boah, die werden auch gut weggewiesen. Nochmal 4 Erdbohrer, okay. Die Kettensäge drin. Gut, okay. Gibt besseres, gibt aber auch schlechteren Loot. Oh, war ja richtig lecker, wa?
Ja gut, müssen wir jetzt eh wieder ranfuchteln und so weiter, ne? Aber vielleicht noch ein bisschen Verbesserungswürdig. Das heißt, hier die liegen wieder zu machen, ne? Achso, Entschuldigung. Dann vielleicht tatsächlich hier noch ein Blade drauf, da noch ein Blade drauf. Ah, da lassen wir uns doch was einfallen. Da lassen wir uns doch was einfallen, auf jeden Fall. Ach, der Schatz scheint aber nicht so weit weg zu sein, ne? Diese Richtung, bitte. Den werden wir uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge gönnen. Dann werden wir die Portenface wieder reparieren, herrichten, so dass wir halt dementsprechend erstmal Ruhe haben. Und dann gucken wir, was passiert. Ne? Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal, würde ich sagen, reicht es. Und dann gucken wir, was wir schon jetzt anrichten. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr euch die Folge anschaut. Ich hoffe, die Hornacht hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Striker.